Energiewende, dezentraler Hochwasserschutz, die deutsch-amerikanische Partnerschaft, die Zukunft der beruflichen Schulen und das Ehrenamt in Bayern. Das waren die Schwerpunkte der Winterklausur der Freie Wähler Landtagsfraktion in Schwandorf. Bei einem Besuch in Nittenau, das 2002 von einem Rekordhochwasser heimgesucht wurde, diskutierten die Freien Wähler mit Umweltminister Thorsten Glauber darüber, wie Hochwasserschutz erfolgreich umgesetzt werden kann. Dezentral, regional, Grundwasserneubildung, Wasser in der Fläche halten, mit kleinen Maßnahmen plus technischen Lösungen, alles in Kombination, Bürgerinnen und Bürger schützen, Starkregen managen, aber gleichzeitig Grundwasser neu bilden. Ebenfalls ganz oben auf der politischen Agenda eine sozialverträgliche und ökologische Energiewende ohne Atomkraft. Um das zu erreichen, wollen die Freien Wähler den Ausbau erneuerbarer Energien mit der Entwicklung und Förderung intelligenter Speichertechnologien kombinieren. Besonders vielversprechend dabei die Power-to-Gas-Technologie, die bei Microp Energy in Schwandorf erprobt wird. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger hält viel von der Zukunftstechnologie. Power-to-Gas ist natürlich eine Chance, die Energiewende hinzubekommen. Das heißt, mit überschüssigem Strom am Ende Wasserstoff zu erzeugen und mit Kohlendioxid dann am Ende Methan, das ins Erdgasnetz einzuspeisen oder für den Antrieb herzunehmen. Also wir haben hier sehr große Chancen, sehr große technische Potenziale auch, ja, aus erneuerbarem Strom, aus Abgasen am Ende, ja, Gas zu erzeugen, Methan zu erzeugen, um damit zusätzliche Energiequellen zu erschließen, die heute noch brach liegen. Brach liegen noch immer die Potenziale der Digitalisierung. Welche Möglichkeiten und Chancen sie jedoch schon heute im Bildungsbereich bietet, davon konnten sich die Abgeordneten bei einem Besuch des beruflichen Schulzentrums Oskar von Miller in Schwandorf überzeugen. Denn dort werden digitale Medien ganz selbstverständlich in den Unterrichtsalltag integriert. Ein Konzept, von dem auch Joachim Harnisch, Abgeordneter aus Schwandorf, beeindruckt ist. Das ist eine der Berufsschulen, die am erfolgreichsten arbeitet, international und national die meisten Auszeichnungen erhalten hat. Und wir haben uns vor Ort und Stelle überzeugt davon, dass dem so ist. Haben mit den Lehrern gesprochen, haben aber auch mit den Schülern, die an den Geräten gearbeitet haben, gesprochen, wie sie die Bedingungen finden. Der Landkreis investiert dort 40 Millionen derzeit in einen Umbau, der natürlich nicht jetzt in 2 Jahren durchgezogen werden kann, weil da drin wird weiter gearbeitet. Dass der Unterricht trotzdem weiterhin auf so hohem Niveau abgehalten werde, verdiene deshalb höchsten Respekt. Respekt verdienen auch die vielen ehrenamtlichen Retter im Freistaat, die bei einem Blaulichtempfang mit den Freien Wählern ins Gespräch kommen konnten. Der parlamentarische Geschäftsführer Fabian Mehring erklärt, warum den Abgeordneten dieses Treffen so wichtig war. Weil wir fest davon überzeugt sind, dass diejenigen, die mehr tun als ihre Pflicht, die, wenn sie abends aus der Arbeit kommen, nicht aufs Sofa liegen, sondern bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, diejenigen sind, die unsere Gesellschaft im Inneren zusammenhalten. Unsere ehrenamtlichen Retter und Helfer bei den Feuerwehren, beim THW, beim Roten Kreuz, bei den Johannitern und darüber hinaus erbringen eine Leistung für unsere Gesellschaft, die sich niemand leisten könnte, die niemand finanzieren könnte als Politik, als Freistaat Bayern. Wir sind darauf angewiesen, dass diese Menschen das in ihrer Freizeit im Ehrenamt tun. Und dafür mal Vergelt's Gott zu sagen, das ist, glaube ich, mehr als notwendig. Notwendig sei aber auch, die Ehrenamtlichen besser zu stellen und sie womöglich zu entlasten. Mit einer Resolution haben die Freien Wähler diese Forderung bereits während der Klausur untermauert. Auch deshalb zieht der Fraktionsvorsitzende Florian Streibel eine positive Bilanz der Beratungen. Es waren 4 anstrengende Tage mit viel Arbeit, aber mit auch sehr vielen Gesprächen. Wir haben also eine Reihe von Beschlüssen erfasst, wie den Wackersdorfer Beschluss zur Energiewende, wie einen Beschluss zum digitalen Rathaus, zum Blaulicht, Ehrenamtler, also zur Bildung. Also wir haben also hier ein großes Potpourri, haben aber auch viele Gespräche geführt mit von der amerikanischen Generalkonsulin bis hin zu unserer Europaabgeordneten Ulrike Müller. Nun gelte es, die Ergebnisse der Klausur auch umzusetzen. Dass die Freien Wähler dies mit Augenmaß und viel Sachverstand tun werden, steht für Susan Enders, Abgeordnete aus Oberbayern, außer Frage. Wir fahren nicht auf jeder Hypewelle mit, sondern wir machen seit Jahrzehnten schon eine anständige Sachpolitik, die wirklich vor Ort auch umsetzbar ist. Die Sorgen und Nöte der Kommunen haben die Freien Wähler dabei auch künftig im Blick, so Enders weiter.
Wir sind die Partei der Bürgermeister und Landräte, Gemeinderäte und Stadträte. Und das merkt man einfach auch. Diese kommunalpolitischen Themen, diese Stärke nehmen wir mit in unsere Landtagspolitik. Das haben wir bereits gemacht und das machen wir auch jetzt in der Regierung weiter. Schon nach einem Jahr als Koalitionspartner hätten sich die Freien Wähler einen Namen als pragmatische Problemlöser gemacht und an den richtigen Stellschrauben gedreht, um Bayern weiter voranzubringen. Sie machen Politik auf Augenhöhe und zum Wohle der Bürger. Dass das so bleibt, dafür wollen sich die Freien Wähler auch weiterhin kraftvoll einsetzen.